schöner Grat, bei Gewitter unbedingt zu meiden. Bergfrei vom Gipfel des kleinen Göller mit einem hübschen Gipfelkreuz. Bergfrei vom Göller. Ja, wir begeben uns just jetzt auf steirisches Gebiet. Walster wäre ohne den Krupp entsprungen. Also 3000er Rundwanderweg in Alt und nachgezogen, aber immerhin. Hallo und Grüße von der Göller Hütte. Ich bin Flat dabei und heute geht's auf die 5. Etappe vom 3000er Rundwanderweg 655. Und da nehme ich euch einfach mit, weil sonst sitzen wir nämlich in der Hütte nochmal drum. Also auch bei der Göller Hütte gibt es einen Stempel. Der ist ja riesig. So, Naturfreunde, Ortsgruppe St. Pölten, Göller Hütte, na bitte. Ja, direkt nach dem Göller Haus geht's wunderschön los. Mitten in die Blumen und mit einer wunderbaren Aussicht auf den Göller selber. Da durch die Bäume hindurch ist der kleine Göller zum Sehen, auch Roskopf genannt. Ja, der Anstieg gehört natürlich landschaftlich zu den schönsten und spektakulärsten Abschnitten auf dem 655er. Zu der Jahreszeit mit den Blumen wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, Wetter noch schöner als gestern, weil deutlich weniger Bewölkung als in der Früh. Noch frischer Wind, keine Gewittergefahr, keine Regenschauer. Für Juli natürlich eine besondere, günstige Wetterlage, die wir ausnutzen werden. Auf der Hütte, die übrigens sehr gemütlich und sehr nett betreut ist von den Naturfreunden. Da waren, glaube ich, 8 Übernachtungsgäste. Übernachtung empfiehlt sich, weil sie so die Etappe 4 und 5 auf ungefähr gleich lange Stücke, also der Aufstieg bis zur Göller Hütte ist schon ein bisschen mehr als wieder der Abstieg, denn wir planen nach Annaberg. Aber es teilt sich in ungefähr gleich lange Stücke auf. Und jetzt zusehends Alpina. Und man kann auch da beim Gipfel des kleinen Göllers schon ahnen, dafür zur Latschengasse hin. Inzwischen sind die ersten Ausläufer von diesen felsigen Abstürzen da am kleinen Göller erreicht. Und es geht durch Latschengassen, wie angekündigt. Ein schöner Tiefblick im Anstieg zum kleinen Göller. Da geht es ziemlich ungut, schaut euch hinunter. Nichts verlieren, das kriegst du nicht mehr wieder. Latschengassen, interessanterweise jetzt schon mit Gegenverkehr. Man fragt sich ja, wo da um 8:30 in der Früh die Leute herkommen. Einen schönen Ausblick über die Latschen hinweg auf den großen Göller und den Verbindungskamm. So, die Abzweigung zum kleinen Göller, die kann man mitnehmen, wenn man will. Machen wir jetzt ganz kurz. Das ist auch eine Mahnung und Warnung. Unser lieber Sohn Christoph verunglückte hier durch Blitzschlag. Schöner Ausblick, schöner Grat, der Gewitter unbedingt zu meiden. Das ist nicht der einzige Blitztote am Göller da. Anstieg zum kleinen Göller. Unschwierig, aber dann doch frei. Bergfrei vom Gipfel des kleinen Göller. Mit einem hübschen Gipfelkreuz. Und einer herrlichen Aussicht. Wir sehen Schneealpen massiv vor uns. Da hinten Feitsch. Da drüben Hochschwabmassiv. Da die felsigen Abstürze vom großen Göller, ganz eindrucksvoll. Dahinter ist der Ötscher mit dem rauen Rüben, ist da die Tirolerkugel zum Sehen. Dann haben wir da den Eisenstein,
den Hohenstein, alles noch Gipfelziele, die wir noch erreichen werden auf dem 655. Genau da unter der Wolke im Vordergrund. Da drüben Reisalpe, Hochstaff. Da sieht man zurück am Gipfel, am Schaltstein, auf die Gausmauer. Dahinter ragt das Schneebergmassiv auf. Die Raxis zum Segen. Man kann sich nicht beschweren über solche Ausblicke. Bis zum Göller Gipfel werden es von da aus noch eine halbe Stunde sein. Ist wirklich lohnend. Also die Viertelstunde Zusatzaufwand wäre sich von der Zeit her und von der Kondition her in der Lage sicht. Sollte das nicht missen. Das Gelände ist nirgendwo richtig ausgesetzt. Da allerdings kommt man zumindest dem Abgrund ein bisschen näher. Und es gibt eine, wenn auch in meinen Augen schon sehr, sag ich mal, übertriebene Seilversicherung. Schaut mal, da unten ist großes Gezwitscher. Da brütet doch sicher irgendwas. Ne? Bergdollen vielleicht mit einem Gelege. Wenn es überhaupt irgendwas wie eine ausgesetzte Stelle gibt, dann ist es genau die da. Ja, es nutzt alles nichts. Da muss man noch rauf, wenn man auf den Göller will. Ja, ganz zuletzt wird es noch ein bisschen felsig. Ja, und schon wird es deutlich flacher. Die große Schinderei hat da schon ein Ende. Man sieht die Kräuterin vor dem Hochschwabmassiv. Man sieht da hinten sowohl den Dürrenstein als auch das Hochkar. Man sieht Stumpfmauer. Man sieht Tanzboden, Gammstein. Man würde bis zum Dachstein sehen. Das geht sich aber heute trotz gar nicht so schlechter Fernsicht für den Sommer nicht aus. Bergfrei vom Göller. Aufs Gescheit. 1,5 Stunden sagen sie da. Das wird schon sein so. Ne? Dreisenthaler Rundwanderweg 655, das ist unsere Göller Hütte. In einer Stunde. Göller 1760 oder 1766. Sucht euch's aus. Wiederum ist zwar zu viel Wind für eine schöne Drohnenaufnahme, aber wer weiß, für was gut ist. Da vorne ein Nebengipfel, das ist der Terzergöller. Die Gemeindealpe sieht man, die Zellerhütte sieht man. Ja, wir haben noch einsame Momente am Göller genossen, bis dann tatsächlich vom Gescheit her, wo wir jetzt aufsteigen, durch jede Menge Leute aufgekommen sind. War aber nicht unangenehm. In die Berge sind die Leute halt doch anders. Und für uns beginnt jetzt der Abstieg in Richtung Gescheit. Da über diesen Steig hinunter. Also sieht man schön den Abstiegsweg vor uns liegen. Über diesen Kamm da. Ganz toll. Aufpassen beim Steigen, gell? Da ist dann wieder Latschengassen zum Segen und die Leute im Anstieg kommen jetzt schon langsam sicher vom Gescheitler her. Das Gescheit hat den Vorteil, es ist natürlich der Anstieg mit den wenigsten Höhenmeter auf den schönen Göller. Da ist man in ungefähr 2 Stunden herum und in etwa 1,5 Stunden. Ist teilweise noch wichtig zum Aufpassen, weil da Steine lose liegen und man deswegen wegfallen kann, bevor es wirklich im Steh ausrutscht. Das muss man auch erst einmal zusammenbringen. Und schön langsam, aber sicher nimmt dieses unangenehme Geröll da ein bisschen ein Ende. So,
Schnell erinnert sich der Charakter von der ganzen Geschichte. Denn da kommen die ersten Fichten in dem Latschengürtel auf. Und außerdem schon ein bisschen ein Bergahorn. Ich glaube, da merkt man den Klimawandel. Jetzt ist der Boden auch erdiger. Und damit kommt man besser voran als vorher. Das sind die letzten ungefähr 100 Höhenmeter, die wir noch haben zum Genießen, bevor wir dann in den Wald eintreten werden. Der Charakter von dem Kamm hat sich jetzt geändert. Jetzt ist die Latschengasse zu Ende und wir haben schon den Schichtenwald. Leider hört man auch vom Gescheitaufer schon den Autoverkehr, obwohl es doch nur 500 Höhenmeter sind. Also die Aussicht da oben und die Eindrücke da, es ist auch noch ein richtiges Highlight. Eine Rückschau schadet nicht. Wir haben da hinter uns zu sehen, wo wir herkommen. Und es ist in alle Richtungen ein wunderbares Erlebnis. So, da voran wäre ein schönes Aussichts- und Jausenplatz, aber der Abstieg geht da markiert nach links weg. Wenn wir da in den Wald eingetreten sind, ist das Kammerlebnis noch nicht vorbei. Wir halten uns immer noch ziemlich genau auf dieser kleinen Gratschneide da. Also auch der Abstieg zum Gescheit hat echt was. So, im Abstieg nicht verwirren lassen. Es gibt keine Gegenanstiche mehr. Wir folgen wirklich immer dem Gradverlauf, zwar so gut es geht, aber so Erhebungen wie die, was ich da jetzt gerade gezeigt habe, werden umgangen. Die Fichten arg gebeutelt. Ja, da vorne liegt wieder mal einiges quer. Ja, jetzt ist der Wegverlauf deutlich gemütlicher, mit ohne Wurzeln und ohne rolligen Schotter und vergleichsweise moderat fallend. Dafür sind wir jetzt auch noch mehr ca. 250 Höhenmeter vom Gescheit entfernt. Auf einer Höhe von ziemlich genau 1200 Meter weist uns dieser Pfeil da von der Graderhebung weg. Da 1200 Meter schon ist noch mal Zeit für einen kurzen Ausblick. Da hinten zu sehen ist der Dürrenstein. Ja, da kurz vorm Gescheit, also ein paar hundert Meter haben wir noch, ist der Weg richtig schön gebaut und geht da fast eben dahin. Wir haben aber noch 100 Höhenmeter im Abstieg. Irgendwo müssen wir noch daherkommen. Ja, willkommen von der beliebten Motorradstrecke über das Kirchenhofer Gscheid. Es ist echt eine Rennstrecke da. Gscheid wäre wunderschön. Auch mit dem Kirchel da, im Hintergrund Göller, da kommen wir her. Und wir müssen in Richtung Süden und jetzt leider einen Kilometer entlang der Bundesstraße. Ja, wir haben Gscheid in Richtung Norden ganz kurz noch wandert. Sollte beim Alpengasthof kein vorbeikommen, falls es den überhaupt noch gibt. Und dort wäre eine weitere Kontrollstelle. Die lassen wir aber aus. Es gibt eine andere Möglichkeit, das ist dann in Richtung Hubertussee einen Abstecher zu machen. Dort gibt es ebenfalls eine Kontrollstelle.
Das werden wir heute vermutlich auch auslassen. Da vorne hat man jetzt einen schönen Ausblick auf die Skiwiese, die es am Göller gibt. Und da hinten noch auf den Göller Gipfel. Und den Abstiegskamm, den wir da gewählt haben. Ja, direkt nach dem Gescheit. Plätschert schon eben unseren Bachl munter vor sich hin, mit gar nicht so wenig Wasserführung. Es kommt da offensichtlich aus dem Tal raus, wo die Göllerleuchter drinnen sind. So, nach ein bisschen über 1 Kilometer in Richtung Mariazell 006, 622 Landesrundwanderweg. 655 leider nicht angeschrieben, gilt trotzdem auch für uns. Über den Grumbach-Sattel drüber. Zum Glück müssen wir nicht furten. Wir dürfen da drüber. Ja, 655 ist unterrepräsentiert. Da geht es jetzt auf einer ganz angenehm zu begehrten Forststraße wolkig dahin, leicht ansteigend in Richtung Grumbach-Sattel. Wir kommen jetzt dann tatsächlich für ein kurzes Stück in die Steiermark. Schöner Abschnitt da, trotz Forststraße. Wiener Wallfahrerweg. Und da oben Richtung Mariazell markiert. Also, wir haben den Sattel schon erreicht. Vom Grumbach-Sattel abwärts Richtung Walch, da geht es jetzt in einem angenehmen Gefälle dahin. Wir sind jetzt von da weg noch ca. 2,5 Kilometer, bevor wir dann auf steirischem Boden uns in Richtung Nordosten und damit nach Ulreichsberg wenden. Die wenigen Abzweigungen, die es gibt, lasst ihr die Markierung nicht lumpen. Es geht immer talauswärts. Schau, da gibt es sogar genug Wiese, um das man mähen kann. Wiener Wallfahrerweg. Es ist die Einmündung vom Rossgraben. Und gescheit, schau, wie viel gescheit es da gibt. Es ist da eine total liebliche Landschaft. Mit gar nicht so hohen Gipfeln und vielen Gräben zwischendurch und viel nichts, viel Gegend und viel Wald. Da geben wir uns just jetzt auf steirisches Gebiet. Der Unterschied zwischen Niederösterreich und der Steiermark ist aber optisch nicht wirklich wahrzunehmen. An diesem markanten Punkt dürfen wir uns jetzt in Richtung Ulreichsberg wenden. Da vorne sehe ich ein Schild, da müsste wahrscheinlich 655 draufstehen. Ja, tatsächlich. Also Dreisenthaler Rundwanderweg in alt und nachgezogen, aber immerhin. So, da habe ich jetzt viel Straßen auch schon erspart zum Filmen. Und mir auch. Wir haben inzwischen wieder gut 2 Kilometer zurückgelegt in Richtung Ulreichsberg. Ulreichsberg ist erreicht. Da vorne könnten Wegweiser von unserer Abzweigung nach links entlang der Straße. Und wir werden da dieses Bankerl frequentieren. Also ganz verheißungsvoll, Annaberg 9 Kilometer bzw. 1,5 Stunden 6,55. Das nehmen wir mit Handkuss, oder? Dabei diese Markierungen nicht verwirren lassen. Der Aufstieg, den es da anzeigt, ist eine Variante vom Mariazeller Weg. Also da gang es in die Falkenschlucht und nach Dürnitz. In 4 Stunden immerhin. Wir wollen aber noch Wals der Ursprung bzw. Annaberg in 1,5 Stunden da kurz weiter entlang der Straße. Ja, da bleibt für die Straßen nicht recht viel Platz. Deswegen ist auch da der Wanderweg auf der Straße verlaufend. Annaberg in inzwischen 1,25 Stunden. Schau, 6,55 in Richtung Wals der Ursprung. Und da gibt sich erneut die Markierung keine Blöße. Dieses verheißungsvolle Fahrverbotsschild sagt uns, dass wir vor Motorrädern keine Angst mehr haben brauchen. Wenn wir vor Radfahrern, da hätten wir immer noch die Walster. Und dahin meandert das kleine Flüsschen. Das ist da eine liebe Gegend. Hubertus-Seerunde, Walser Ursprungsstrecke, Mariazeller Bahnstrecke. Das ist ja ein Mountainbiker-Paradies da.
insgesamt ist diese Etappe halt sehr gemischt. Da hast du halt längere Straßenabschnitte dabei, zum Teil auch die Bundesstraße. Das macht dann schon wenig Spaß, wie wenn es so eine Motorradrennstrecke ist, also beliebte. Und dann hast du halt wieder sowas, was sich ganz entspannt geht. Mit dem Göller sicher ein großartiger Höhepunkt. Landschaftlich aller Ehren wert, diese alpine Umgebung. Und dann eben der Kontrast zur Zivilisation. Könnte nicht größer sein. So ungemacht rot uns. In Form von ein bisschen mehr Anstieg als gerade vorhin, aber viel ist es nicht. Gell? War es der Ursprung in 10 Minuten, Annaberg an der Via Sacra in einer Stunde. Na schau, da vorne ist der Wals der Ursprung, dieses Denkmal da. Aber Wasser kommt ganz außer. Wie gemein, hä? Otmar Gruber Quelle. Und die Quelle ist leider trocken. Na schade. Künde sprudelnde Quelle der Walster. Arthur Krupps Namen, der deine Ufer geschmückt, belebt mit Wild deinen Wald. Ein bisschen viel Pathos, ne? Ich glaube, die Walster wäre ohne den Krupp entsprungen. Dieser abweisende felsige Riedel, der blöfft nur. Da geht's ganz problemlos durch. Der Felsen ist praktisch, weil der trägt nämlich die Markierung für uns. Gescheit 15 Minuten und Annaberg mit einer Haltestelle und Gasthäusern in 45 Minuten. Informative Wegweiser, gescheit. Annaberg. Da drüben diese Kahlenabhänge, das ist der Ahornberg oben. Das ist ein Nebengipfel vom Tiroler Kogel. Es ist jetzt so, am Gescheit könnten wir sich entscheiden, dass man zum Annaberger Haus auf dem Tiroler Kogel aufsteigt in einer Stunde und dann dort den Weg weiter fortsetzt nach Dürnitz. Das heißt, man muss nicht unbedingt nach Annaberg absteigen. Das muss man natürlich auch dann zusammenbringen mit seinem Zeitplan, ist klar. Wir gehen aber jetzt nach Annaberg raus und fahren von dort aus heim. Das ist auch eine Möglichkeit auf dem 655er. Einen kühlen, dunklen Wald und ein bisschen eine frische Brise. Es ist an diesem Sommertag nochmal sehr angenehm, wenn die Füße schon rauchen, gell? Und der Rauch schon aufsteigt, dann kann man sich da nicht wirklich beklagen. Die 20. Und damit haben wir da wieder angekündigt 6,55, weil wenn man von Annaberg losgeht, muss man da hinein. Annaberg an der Via Sacra. Das haben wir uns ja jetzt erst zu eigen gemacht. In einer schönen, markanten Kirche. Leidet halt ein bisschen unter der Straße, die da vorbeiführt. Ja, ich habe also jetzt die Station Annaberg Ortsmitte erreicht. Das war es jetzt von der fünften Etappe vom Eislager Rundwanderweg 655. Ich hoffe, euch geht es weiter auf der sechsten Etappe vom 655er. Und falls doch nicht, dann heißt es, ich bin klar dabei und hoffentlich sieht man sich einmal auf einer anderen Tour. Speziell zu der Jahreszeit, wo die Alpenflora noch so richtig in Betrieb ist. Das nennt sich Vertical Farming. Lustigerweise bis dort oben Gras. Und dann noch Buche im Betrieb. Und das wird jetzt ein Motorraderlebnis sondergleichen. Also da kühlen es heute vorbei an diesem schönen Sonntag. Ja, das ist vielleicht auch schon das Beste, was die Straße zu bieten hat, der Blick zurück. Sonst da ist nichts. Ich glaube, auf das Tafel kannst du dich nicht verlassen, dass die Stadt dir geht. Das steht da schon eine ganze Weile. Darf man sich nicht abschrecken lassen auf die letzten Meter. Umdrehen war schlechter. Bergfrei vom Tiroler Kogel mit einer umfassenden Aussicht.